Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu GTA Online. Wir sind am Start heute ein bisschen mit einer kleinen Spezialfolge, unabhängig mal von unseren Aufnahmen und alles drum und dran. Das hier wird wirklich nur ein Spezialding sein. Wir sind zu Weihnachten hier in Los Santos unterwegs und damit wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal im Namen unserer Crew frohe Weihnachten. Der Markus wird nachher auch noch dazukommen, das ist klar. Also werde ich nicht ganz alleine sein, aber wir wollen heute noch ein bisschen Zeugs machen. Sprich, wir gehen ein bisschen shoppen, wir gucken mal wegen dem Weihnachtsoutfit und alles drum und dran. Und ja, das mal dazu. Und ich wollte den Schnee unbedingt mal wieder mitnehmen hier. Das ist schon ein paar Jährchen her, dass es das letzte Mal war, dass ich zu Weihnachten rum in Los Santos unterwegs war. Das ist normalerweise auch relativ selten, dass das so passiert. Weil halt irgendwo auch für mich der Reiz ein bisschen weg war in dem Spiel. Der ist mittlerweile jetzt wieder ein bisschen da. Und als erstes fahre ich mal ganz kurz zum Ammunition, damit ich mal eben noch schnell Munition kaufen kann. Das, was ich eigentlich schon immer gemacht haben würde. Also Munition und Panzerung und alles drum und dran. Und danach gehen wir mal kurz rüber zum Klamottenladen. Weil ich will mal schauen, ob ich ein Weihnachtsoutfit bekomme für mich. Aber wie gesagt, wir werden nicht lange alleine sein. Grotte Italia RS6, der steht zum Verkauf, kostet wahrscheinlich genug. Heute wird eh nicht viel passieren. Also, sagen wir mal so, wir werden heute ein bisschen entspannen, wenn wir Missionchen machen, also unsere Kontaktmissionchen. Wie gesagt, die als kleine Spezialdings. Überfälle werden wir definitiv heute keine spielen. Das machen wir dann wirklich erst, wenn wieder alle im neuen Jahr am Start sind. Also, ne, es geht weiter für euch dann am 10. Januar, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Ja, und ich versuche mal die Folgen hier so schnell wie möglich hochzuladen. So, gehen wir mal kurz rauf zum Ammunition. Doch, okay. Ich möchte keine Schuhe, ich möchte Panzerung. Boah, nee. Lass mich in Ruhe. Moment, ich guck mal gerade wegen der schweren Panzerung. Jetzt habe ich auch keine Panzerung mehr. Moment. Das kann doch nicht sein, dass ich keine Panzerung habe. Ah! Okay. Irgendwie ist dann doch passiert, dass tatsächlich... Okay, dann ist tatsächlich doch komplette Panzerung bei mir im Links gespawnt. Aha, ich guck gerade mal, ob ich hier noch irgendwie ein bisschen... ist das nicht mehr ein schönes Ding? Ah, ich kann die nicht kaufen! Da muss ich das... Hätte ich mal lieber das Auto ein bisschen... Alter, was sind das für Waffen? Ab N am... Okay, Feuerwerk. Militärgefähr. Scheiße, die sind alle so teuer, die Teile, ne? Ich guck grad mal, ob ich mit dem Karabiner noch was nochmal laden muss. Voll, komplett. Kampfgewehr ist voll. Du bist auch voll. Also ich nicht, aber... nur so nebenbei. Sturmschrotflinte, MG. Maximale Munition. Haben wir die... Ja, kurz aufs Magazin kriegt ihr auch rein. Hat die drin, okay. Okay, dann haben wir... Dann nehmen wir sie mal, machen wir sie komplett voll, die Minigun. Und da auch die. So, das Raketen. So, wir haben auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Ausrüstung anzuzeigen. Ja, warte mal. Atemgerät. Ich muss mal kurz Atemgeräte kaufen. Weil das ist mir nämlich letztes Mal auch aufgefallen, wo ich tauchen wollte, wo die Mission war mit dem U-Boot, dass ich tatsächlich die nicht. Warte mal, Ausrüstung. Dass ich da nicht tauchen konnte. Ne? So, warte mal, ich muss mal gerade gucken. Wir fahren, wie gesagt, gleich auch zum Dings noch hoch, eben kurz. Beschwert wieder. Panzerpartner, okay. Warum auch immer.
Außer verändert kostet mal eben kurz eine. Kostet das eine Million? Ne, 100.000 kostet es. Okay. Ich brauche aber nur die. Kann ich die nicht ablegen? Die. Ich würde die gerne mal ablegen. Schade. So. Inventar. Munition. Okay, nee. Stil aussehen verändern brauche ich nicht. Accessoires, ist das das? Ja. Wir nehmen sie mal. Grauer Kopfhörer. Oder habe ich eine Mütze tatsächlich für den Winter? Ne, habe ich nicht. Okay. Sieht so aus zumindest. Doch, ich habe noch eine. Doch, da brauche ich die Drohne nicht kaufen. Genau. Warte mal. Ich habe da bestimmt noch irgendwo Handschuhe. Ich habe da bestimmt noch irgendwo Handschuhe. Das war's. Ein Hut, Brille, Ausrüstung. Ne. Okay, wir fahren. Fahren wir doch mal kurz zum Klamottenladen rüber. Dann kaufe ich mir mal ein Dings. Ha, ist das lustig, wenn ich stehe endlich wieder ein bisschen was Santos und sich da machen und das um Weihnachten rum. Und ich finde es auch lustig, dass die Autos zum Beispiel so extrem rutschen. Dann wo haben wir denn mal einen Klamottenladen? Da oben ist einer. Sorry, ich muss hier durch. Ich muss da mal durch. Rote Ampeln, Los Santos? Jupp, mich nicht. Also natürlich im V-Live schon. Also ich halte mich an die Verkehrsordnung. Das solltet ihr tun, dies auch tun. Und nicht so schlimm fahren wie ich hier in GTA. Weil ich war hier ein bisschen natürlich war man hier viel zu schnell, natürlich fahre ich über rote Ampeln, aber es ist, ist halt GTA, ne? So, ja, okay, Glück gehabt. So, fahren wir mal kurz mit zum Klamottenladen. Hier ist nämlich gleich ein links einer. Und dann schauen wir mal, was ein cooles Weihnachtsoutfit finden. Ja, das wird wahrscheinlich so ein Billigladen. Ist ein Billigladen. Das müssen wir schauen. Dankeschön. Mein Auto wahrscheinlich. Ja, Outfits. Gucken wir mal. Da haben wir da was Schönes bestimmt. Festlich. Nein. Festlich. Okay, das ist doch gar nicht so schlecht. Der Pudding. Jetzt oft. Der Pudding. Ja, gut. Wir kaufen die einfach mal alle. Ja, das war der Plan. Ach Gott. Festive Surprise. Ja gut, okay, das waren ja die Dinger, die wir mal... Die wir mal gekauft haben. 2015, das war so das erste Jahr eigentlich, wo das hier rauskam. Kostüme. Böser Weihnachtsmann. Ja, ich bin der böse Weihnachtsmann. Den nehmen wir auf jeden Fall. Und dann ziehen wir noch die Maske dazu an. Komm. So. Hier kann es immer nichts passieren. Ich bin auf einem Privatserver unterwegs. Also hier sind keine anderen Spieler dabei. Es ist ein Freundesserver von mir. Nur so nebenbei. Also, guck mal, Ausrüstung. So, nimm mal den. Passt. Ach, Herr Kapitän, rufen Sie mich nicht an. So. Dann werde ich das Spiel verlassen.
Ach so, ich sag ja, das ist ein Freundeserver von mir. Deswegen kann hier, konnte ja auch Kollege nachjoinen von mir. So. Was ich auch immer ziemlich lustig finde, zum Beispiel, also klar, es ist geil, wenn man mit dem Auto hier durch die Gegend fährt, das ist hier extrem rutscht. Aber was so witzig ist, ich glaube, das geht gar nicht. Warte mal. Kann ich hier nicht nehmen? Ja. Ernsthaft? Also ich habe 3 Schnäppchen gebraucht, um die umzubringen? Auch nicht schlecht. Na gut. Das war gerade dazu. Das war nur eine kleine Spezialfolge. Wie gesagt, frohe Weihnachten wünsche ich euch allen. Wie gesagt, im neuen Jahr geht es definitiv dann mit der Crew auch weiter. Also mit der kompletten Crew dann irgendwann weiter. Jetzt, wie gesagt, die nächsten Tage wird einfach nur ein bisschen spezial sein. Und neben den normalen Aufnahmen mal. Okay, naja. Wie gesagt, die normalen Aufnahmen laufen natürlich weiter. Klar, die sind auch schon alle hochgeladen und alles drum und dran. Geplant, hochgeladen, wie auch immer. Aber das, was jetzt so kommt, machen wir ein bisschen spezial dabei und alles, ja. Und damit, wie gesagt, wünsche ich euch, wie gesagt, frohe Weihnachten. Und wir sehen uns dann vielleicht morgen wieder. Bis dahin und tschüss bei Let's Play GTA Online.